Wie ihr wisst, ich bin ja auch bei Niederlagen beim Training. Die Reserveleute trainieren hier. Ich muss schon sagen, das war ja gestern gar nichts. Wir haben ja auch die Pressekonferenz gehört von Tim Walder. Der war ja genauso unzufrieden wie alle anderen Leute und hat ja auch Kritik geäußert, was ja auch berechtigt war. Aber wie gesagt, wenn man natürlich, wir sollten beim DFB, bei den DFB mal beantragen oder bei der DFL, dass wir immer mit 1-0 zurück anfangen. Das wäre vielleicht ganz günstig, dann könnte er das lernen, wie das ist, gegen 1-0 zu spielen. Aber Spaß beiseite, ich hab keine Lust zum Spaß mehr. Also wenn das so weitergeht, das war ja einfach schwach. Wir haben ja nicht eine Torschance mehr kreiert. Aber wie gesagt, das ist nun mal so, wie es ist. Wir können es nicht ändern, wir müssen weitermachen. Aber ihr könnt mir das glauben, ich bin langsam froh, wenn ich die 2 Monate Pause habe vom HSV. Also dieses Rauf und Runter, hin und her, immer wieder das Gleiche. Dann machst du ein gutes Spiel, dann machst du wieder ein schlechtes Spiel gegen Hannover, ein Riesenspiel. Und dann immer hin und her. Also mich kotzt das auch an und den Trainer wohl auch. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn ich das wüsste, ich glaube, dann wäre es steinreich. Das ist so, wie es ist. So, da wollen wir mal sehen, die anderen sind wohl drinnen auf dem Fahrrad oder was. Jetzt müssen wir wieder Durchhalteparolen mit Sandhausen. Mich kotzt das an, aber so ist es. Sandhausen wird wieder der schwere Gegner sein, den wir so lieben hier. Gott sei Dank spielt Diekmeyer nicht, der ist noch verletzt. Ja, so, ich will mal Schluss machen. Und dann muss Peter wieder Oma abholen aus dem Altenheim. Und dann bis morgen und bis Sonnabend. Also wenn sie das auch noch verlieren sollten, dann sind wir doch erstmal da oben wieder raus. Alles klar. Alles, was sie sich aufbauen, auch punktemäßig und toremäßig, reißen sie sich mit dem Arsch wieder um. Also ich will auf einzelne Kritik auch gar nicht eingehen. Es war für mich Versagen, bis auf Heuer Fernandes waren sie alle, haben sie nicht alle am Limit gespielt oder weit darunter. So sieht das aus, das ist meine Meinung, ob sie jetzt sauer sind oder nicht, es war nichts, es war gar nichts. Ich habe auch mit Experten hier geredet, die sind der gleichen Meinung, wir nehmen das einfach nicht an, so ein Spiel, was Kräuter Fürth gemacht hat. Ganz einfaches Fußballspiel, laufen, treten und ein bisschen ein Tor machen, das reicht gegen HSV. Aber das will ich euch sagen, ich habe mir das angeguckt jetzt nochmal. Es war abseits, 2 Zentimeter abseits, aber wie gesagt, dieser Keller, das interessiert mich nicht mehr. Denn mir geht das auf den Sack da in Köln, dieses Gewerde, das Spiel wird unterbrochen, das sage ich jedes Mal. Dann nehme ich lieber so ein Tor in Kauf und das geht weiter. Aber das sind meine Ansichten, ob ihr die alle vertretet, das weiß ich nicht. Nur HSV, hau rein ins Tango. Jetzt müssen wir wieder zittern, wenn Sandhausen kommt. Mit den beiden Zombies. Alles klar, nur HSV. Tschüssi. Schönen Tag noch wünsche ich und ein schönes Wochenende. Peter muss morgen erstmal die Darmspiegelung hinter sich gebracht haben. Oder erstmal zum Gespräch. Alles klar. Scheiße. Tschüssi. Nur HSV.